Ein gutes Spiel? Was ist das eigentlich? Ein gutes Spiel sollte in erster Linie einfach richtig Gaudi machen. Und dazu gehört bei einem Spiel nun auch mal die Spielmechanik. Eine geile, innovative, kreative, funktionierende, aber auch überraschende und intuitive Spielmechanik. So wie zum Beispiel bei Metal Gear Solid. Dabei ist der erste Teil der Reihe mit dem aktuellsten Titel von 2015 nicht mehr zu vergleichen. Oder, naja, doch, irgendwie schon. Denn die Spielmechanik, die bleibt die gleiche und war auch schon damals der Grund, warum Leute wie ich dieses verdammt geile Game gezockt haben. Der Unterschied und damit auch die Weiterentwicklung, die wir teuer bezahlen von Teil 1 zu 5, die Details. Und das meine ich nicht nur sinnbildlich. Der Grafikunterschied in erster Linie, aber auch die verbesserte und vor allem massiv erweiterte Sandbox-Mechanik. Unzählige Möglichkeiten, den gleichen Weg zu gehen. Versuche ich es mit Schleichen, Feuer aus allen Rohren oder vielleicht einer kleinen Ablenkung. Und selbst wenn ich mich dann für Ablenkung entscheide, gibt's nochmal hunderte Varianten, mit den Gadgets umzugehen. Und nicht nur das. Wo im ersten Teil noch von oben geschaut wurde, können jetzt Gegner über hunderte Meter markiert werden. Hinzu kommt eine der besten KIs, die ich jemals gesehen habe und die mich immer noch nach mehrmaligem Durchspielen überraschen kann. Das ist der Unterschied zu Teil 1. Unter anderem. Die Idee, die blieb aber dieselbe. Und klar, auch Metal Gear Solid hat seine Probleme. Und dass die Story jetzt nicht sonderlich gut ist, sondern von Nostalgie und japanisch-koreanischen Einflüssen lebt, das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Warum ich Teil 5 immer noch zocke? Na, er ist verdammt kreativ, intelligent und motiviert auf lange Zeit mit den unterschiedlichsten Online-Modi und dem Aufbau der eigenen Basis. Und dabei schafft es Metal Gear, vor allem mit seinen verschiedenen Möglichkeiten auf dem Spielfeld, mich immer wieder an die Konsole zu locken. Shit indeed. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain ist dabei eines der unfertigsten Spiele dieses Planeten. Es gibt aber zwei Arten von unfertig. Metal Gear hört einfach mitten in der Story auf, verwertet noch ein paar Missionen doppelt und verabschiedet sich dann mit einem großen Nichts. Die zweite Variante von unfertig, die kennen wir alle. Bugs, fehlende Funktionen, nachgereichte Inhalte oder einfach im wahrsten Sinne des Wortes nicht fertig. Dafür steht vor allem der Early Access Markt auf Steam. Zwar wurden in den letzten Jahren schon einige Sachen getan, Videos von den schlechtesten Abzocken, die gibt's aber immer noch monatlich auf YouTube zu finden. Und auch geile Spiele wie Satisfactory oder Rust nutzen lange Zeit den Early Access oder Beta Pass, um sich geschickt einfach noch ein bisschen mehr Zeit zu verschaffen. Es hat sich industrieweit eine neue Mentalität durchgesetzt. Erst Spiele raushauen und wenn sie kaputt sind, dann können wir das immer noch fixen, wenn wir von den Leuten das Geld dafür bekommen haben. Und man merkt, finde ich, mehr und mehr, das sind keine einzelnen Ausrutscher mehr. Die Industrie hat sich in relativ großer Masse dazu entschieden, dass das absolut akzeptabel ist. Und es gibt mehrere Gründe dafür, die zum Teil sogar irgendwo nachvollziehbar und legitim sind. Early Access ist nicht generell Kacke. Early Access kann mega sein. Denn es ermöglicht kleineren Entwicklern, ihr, Achtung, fast fertiges Spiel auf den Markt zu bringen. Zu einem Zeitpunkt, wo die Inhalte aber noch eher begrenzt sind. Mit der Zeit kann der Entwickler dann neue Inhalte dem Benutzer nachliefern. Das alles auf Grundlage einer schon gut funktionierenden Spielemechanik und Dynamik. Aber vor allem einer geilen Idee. Die Preismodelle, die können dabei auch ganz unterschiedlich sein. Es geht ja in erster Linie um ein Versprechen. Ich, der Entwickler, verspreche dir, dem Spieler, dass du entweder für jetzt etwas mehr Geld später deine Inhalte bekommst oder für jetzt sehr wenig Geld einige Inhalte bekommst und später, da kannst du dir dann für wieder wenig Geld ein paar Inhalte nachkaufen. So wie bei The Hunter. Hunter kommt ursprünglich von einem Free-to-Play-Markt, jetzt auf die Steam-Plattform mit dem aktuellen Preis von 20 Euro.
zwei riesige Territorien zum Erforschen und einen Arsch voll DLCs zum Nachkaufen. Ein Geschäftsmodell, was, denke ich mal, recht fair ist, nur dass die guten Waffen fast nicht auf normalem Wege freischaltbar sind. Das fickt so richtig hart. Free-to-Play hatte schon immer seine guten und schlechten Seiten. Und 20 Euro für The Hunter, darüber lässt sich auch streiten. Schauen wir jetzt aber mal auf den Fußballrasen. Im Electronic Arts Stadion kostet FIFA 22, das aktuell neueste der Reihe, rund 25 Euro. Nee, Moment. Das ist auch eine Aktion. Ähnliche Muster entwickeln sich bei Battlefield, Call of Duty oder jedem verdammten anderen Vollpreistitel mit dem aktuellen, richtig, Vollpreis von 60 bis 80 Euro und gerne sind für Premium, Ultimate oder Leck mich an meinen feuchten Nüssen Editions auch mal gerne über 100 drin. Und mit drin liegen die Entwickler 100 Meter neben dem, was Gamer erwarten, Innovation. Drin ist nur zu oft immer wieder das Gleiche, mit leichter Grafikerweiterung, Features, die nicht neu, aber etwas anders sind und auch Veränderungen in der Spielmechanik, die für langwierige Fans überhaupt nicht nachvollziehbar sind und unlogisch erscheinen. Meine Enttäuschung des letzten Jahres, Battlefield 2042. Die Abschaffung der Klassen. Das Modell, was Battlefield in vielen Teilen der Serie erst zum ultimativen feuchten Nüssetreiber gemacht hat, Battlefield 1942 bis Battlefield 3, von mir aus auch Battlefield 5, mit einem immer noch hervorragenden Teamplay auf vielen Servern. Dieses Erfolgsrezept, was natürlich auch mit seinem Problem zu kämpfen hatte, jetzt gänzlich in die 1-1er-Tonne zu katapultieren, ist nicht nur unglaublich bescheuert, es funktioniert doch einfach nicht. Seit Battlefield 2042 im November 2021 rausgekommen ist, ist es eine einzige fehlkonzipierte, marode Baustelle. Das wird ein sehr langes Video, also holt euch was zu trinken oder geht nochmal schnell aufs Klo. Ein Kumpel hat mir geschrieben, Zitat. Battlefield 4 und 3 waren am Anfang auch wirklich Müll, sind jetzt aber die besten Teile der Reihe. Naja, Battlefield 3 war schon in der Beta ein verdammt geiles Game. Battlefield 4 hatte mit unendlichen Bugs zu kämpfen, richtig. Erstes Zeichen von Schimmel bei Electronic Arts, die Hintergründe immer noch unklar. Stichwort bei Battlefield 3, Realismus. Die Grafik, die verbesserte Schussdynamik, zerstörbare Umgebung, alles in Battlefield 3 war auf Realismus aus. Gleichzeitig behielt der Titel aber seinen spielerischen, traditionellen Charakter der Battlefield-Reihe. Spielstrategien und Mechaniken wurden, nicht zuletzt auch durch die Klassenmodelle, in diesem Titel verändert. Das Konzept der vier aufeinander wirkenden Squadmates war aber bis ins letzte Detail auf das Setting angepasst und verfeinert worden. Battlefield 3 lässt sich also nicht mit dem Release von 2042 vergleichen. Zwischen Battlefield 3 und 4 war noch einiges neu. Die größte Errungenschaft, umfallende Häuser, also bessere zerstörbare Umgebung. Und Battlefield 4 war zum Release auch ein so kaputtes Game, weil die Entwickler noch in den letzten Tagen neue Features einbauten, ungetestet. Im Gegensatz zu 2042, wo elementare Inhalte noch bis zum Release fehlten. Und die größte Neuerung zum Heldenshooter ist sicherlich eine der bittersten Stunden in der Battlefield-Geschichte. Bei 2042 sehe ich die Umkehr von vielem Guten, was sich die Serie über 2 Jahrzehnte lang aufgebaut hat. Hinzu kommen noch überriesige Karten in einer Beta-Testversion, die nicht die letzten Fehler beseitigte oder klitzekleine Nivellierungen vornahm, sondern eine abgespeckte Version von dem war, was versprochen wurde. Und trotzdem möchte ich noch den Lichtblick erwähnen, klar, Portal Mode. Wegen Portal spielen ja viele nur 2042, dabei könnten sie oftmals auch einfach nur auf die alten Server der alten Games gehen und die weiter penetrieren, die funktionieren immer noch viele. Black Ops 2, ein nächstes Beispiel. Wurde es doch damals von vielen Fans der Serie als der Untergang betitelt, gilt es bei mir jetzt als das Beste, was ich zum Release jemals gekauft habe. Alle danach, die gab's auch noch. Press up to pay respect. Man
Manchmal kommt jede Hilfe zu spät. Drück einfach nur Escape. Spätestens wenn Kevin fast vor dir steht, er ist weder schön noch nett. Er ist ein richtiger Kevin und der hat es verdient. Zum Vergleich: Black Ops 2 aus 2013 PC steigt in letzter Zeit wieder in den Spielerzahlen von rund 200 auf 400. Das 5 Jahre später veröffentlichte Infinity Warfare hat aktuell noch rund 200 Spieler. Call of Duty 4 zocken rund 300 Gamer in den letzten Tagen, die Remastered-Version nur noch ungefähr 100. Irgendwas stimmt hier nicht. Und das zeigt sich auch in Battlefield 2042. Ich glaube eben, Battlefield 2042 hat ganz viele, ganz neue, ganz eigene Probleme. In Fabians Video in der Infobox. Und auch seine Themen, die Spielmechanik, die Specialists, also Abschaffung des wichtigsten Features der Spielereihe und schlicht das verlorene Vertrauen der Community. Bei Battlefield und Call of Duty ist es seit Jahren so schlimm, dass kurz nach Veröffentlichung der neuen Titel alte Titel der gleichen Reihe in den Spielerzahlen überall hin neuen liegen. Und deshalb haben harte Aktionen wie Double XP Weekends rausgeballert werden müssen. Und beim Vollpreisspiel FIFA hält man es seit einigen Jahren für eine richtig geile Idee, die Fußballspieler noch extra zum Game hinzuzukaufen. Na gut, nicht wirklich. Denn das, was man da kauft, ist nicht immer gleich klar. Sind jetzt aber alle Zusatzinhalte schlecht? Selbst wenn ich mir zum Beispiel eine Tarnung kaufe, die gar keinen spielerischen Vorteil bringt? Die Mechanik hinter Lootboxen, Season Pass und Co. KG schauen wir uns in einem nächsten Video an. Ich muss jetzt aber auch nochmal erwähnen, dass nicht nur Spiele, die kreative Möglichkeiten anbieten, gut sein können. Sehr lineare, aber intensiv erzählte, kluge, interessante Storys, die können von ganz alleine und fast ohne Spielmechanik einen Titel tragen. Heavy Rain ist da ein mächtiges Schlagwort. Und das rechtfertigt natürlich auch einen Nachfolgertitel, solange die Story sich und der Zielgruppe treu bleibt. Und trotzdem auch hier immer wieder mit neuen Ideen die Zuschauer am Überraschen ist. Aber gerade Multiplayer-Titel ohne großartige Geschichte müssen sich nun mal auf ihre Grundlagen verlassen können. Die Grundlagen des Game-Designs, wozu nun auch mal die Motivationsüberlegung gehört. Lootboxen sind da oftmals ein schönes Mittel, Kohle abzustauben und den Spielern den gewissen Kick zu geben. Glücksspiel halt. Mit Spielspaß hat das aber immer weniger zu tun. Mehr Adrenalin und süchtig machende Stoffe für uns Gamer, wenn es vor dem Bildschirm wieder um den Zufall geht. Oh ja, mich hat's auch erwischt. Battlefront 2. Das erscheint eigentlich erst diese Woche, hat sich, wie man sieht, aber schon jetzt einen wirklich beeindruckenden Fanclub erarbeitet. Man muss aber auch sagen, EA hat sich dafür schwer ins Zeug gelegt. Zunächst mal wird Battlefront 2 eine ganz neue Messlatte setzen, an die sich all die Jahre kein Publisher herangetraut hat. Lootboxen mit Inhalten, die im Spiel klare Vorteile bringen. Waffen, Starcards, Spezialfähigkeiten, die euch stärker machen, das ist Pay to Win. Aber wenn wir ehrlich sind, EA ist dafür ganz sicher nicht allein verantwortlich. Und wenn wir noch ehrlicher sind, dann gibt es noch jemanden, der eine nicht unerhebliche Mitschuld an all dem trägt, nämlich wir selbst. Keine Innovation, sondern undurchdachte Änderungen und die Lust nach mehr Profit treiben viele neue Spiele der großen Entwickler heutzutage an. Die Entstehungsgeschichte dieser Gier in Behinds Video Infobox. Und jetzt ist vielleicht auch die beste Zeit, euch zu sagen, falls ihr es noch nicht wusstet, Dan Houser, der Gründer und kreative Kopf hinter Rockstar Games, also GTA und Red Dead Redemption, hat vor 2 Jahren die Firma verlassen. Jetzt hilft nur noch Lächeln und Winken, Männer. Und auch einer meiner Kindheitshelden, Ubisoft, versteht es seit Jahren, eine Spielereihe nach der anderen in die Kanalisation zu spülen. Haut aber ab und zu trotzdem die Angel hinterher und holt noch ein paar geile Titel aus dem Abflussrohr. Als Beispiel Rainbow Six Siege. Doch wurde damit wohl eher der Versuch gewagt, auf dem E-Sports-Markt Fuß zu fassen. Und auch Black Flag, habe ich gehört, war wohl gar nicht mal so übel. Plötzlich gibt es dann wieder das Erfolgsrezept, neue Idee mit altem Guten kombiniert. Neu ist dabei aber nicht gleich neu. Wo ist der Unterschied zwischen genug Veränderung und zu wenig? Nun, vielleicht ist das aber auch schon die falsche Frage, denn manchmal kann eine kleine Veränderung gut genug sein.
So verlieben sich viele gerade in den Koop-Taktik-Shooter Ready or Not, Rainbow Six Siege sehr ähnlich. Oder Postscriptum, ein komplett gleicher Multiplayer-Taktik-Shooter wie sein Vorgänger Squad. Nur dass in zwei komplett unterschiedlichen Szenarien gekämpft wird, Weltkrieg und Moderne. Karten, Waffen, Fahrzeuge, Taktiken, alles anders. Dafür nochmal ein Vollpreisspiel? Fair. Und Vollpreis heißt bei Squad 45 Euro auf Steam oder nochmal 20 Euro billiger im Keystore. Die guten Beispiele, die gibt's also trotzdem noch, sie werden aber weniger. Und um nochmal das Beispiel, ganz kurz, Metal Gear Solid zu nehmen, die Demo-Version kostete schlanke 45 bis 60 Euro, hatte nur eine Mission und sollte mir trotzdem Bock auf das Vollpreisspiel machen. Aktuell haut Entwickler Konami auch eine Verarsche nach der anderen raus und die Grand Theft Auto Definite Edition von Rockstar, die war eine der größten Reinfälle in der Gaming-Historie. Mein Lieblingsstudio verklagt Modder, um eigene, schlechtere Produkte auf den Markt zu bringen. Wirklich, wirklich geil, Rockstar. Die Aussicht für die Zukunft von Herrn Weber. Herr Weber? Wenn ihr also dachtet, das Spielejahr 2021 war schon richtig schlimm, dann stellt euch darauf ein, dass 2022 mindestens genauso schlimm, wenn nicht gar noch schlimmer wird. Danke, Herr Weber. Auch Maurices Video unten in der Box. Ich zeig euch jetzt noch eins, Grund Nummer 2, warum Spiele immer beschissener werden. Es ist das verkackte Älterwerden. Wie schon gesagt, mein erstes COD per Release war Black Ops 2 und es hat richtig Bock gemacht. Das macht es heute immer noch, auch meinen gleichaltrigen Kumpels. Ältere Buddies hingegen schwören auf MW2, hat mich auch stets auf YouTube begleitet, ist aber nicht mein Call of Duty. Mein Lieblings-Battlefield bleibt 1943, weil ich es als erstes gezockt habe. Und Battlefield 3 steht gleich dahinter. Zocke ich heute halt immer noch, wie gesagt. Empire Earth, mein erstes Echtzeit-Strategie-Game, immer noch auf allen Laufwerken. Pflanzen gegen Zombies, aber ja, Sir, die Nostalgie, das, womit wir aufgewachsen sind, das erste Mal, immer in Erinnerung. Und wenn wir können, immer am Nachahmen. Das, was ich kenne, aber mit dem gewissen Reiz der Neuheit. Ich wollte jetzt nicht den ersten Abschnitt meines Videos untergraben, aber wenigstens noch eine zweite Möglichkeit anbieten, warum Spiele immer beschissener werden. Die Entwicklung geht in eine klare Richtung und trotzdem gibt es genug Lichtblicke und Vorbilder. Star Wars Empire at War Entwickler Petroglyph hat nach 15 Jahren nach Veröffentlichung nochmal ein großes Update rausgeballert und das vor allem für Modder und die noch zockende Community. GTA 5 droppt weiterhin Content und auch Call of Duty hat in den letzten Jahren neue Szenen, die jeder Gamer sicherlich schon auf YouTube gesehen hat. Zeigt euren Entwicklern mit intelligenten Kaufentscheidungen, was ihr wollt und was nicht. Und verzichtet auch mal auf den ein oder anderen Titel. Verzichtet jetzt aber nicht komplett, sucht vielleicht doch mal nach Alternativen. Oft gibt's nämlich ähnliche Spiele von Indie-Entwicklern, manchmal auch 2-3 Einträge unten und dann gerne etwas billiger. Und plötzlich werden die dann zum Kassenschlager. So, für uns bleibt jetzt noch Thema Lootboxen und warum Filme und Serien immer beschissener werden, ja dann nächstes Mal oder bis dahin verwöhnt ihr euch einfach mit der geilsten Playlist der Welt hier. Wir sehen uns gleich, bis dahin bleibt geschmeidig.